Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Er startet diesmal wieder in der Küche, weil Halil und ich gerade kochen, aber wir sind jetzt eigentlich schon fast fertig. Er ist gerade im Garten. Wir machen einfach, ich habe euch jetzt nicht mitgenommen, wir machen einfach Nudelnauflauf mit Champignons, angebraten, mit Zwiebeln, Knoblauch angebraten, mit Soße und noch Mais drin. Er wollte noch Mais reinmachen oder mit Käse. Weil wir mussten Champignons aufbrauchen, wir wussten nicht, was wir machen sollen. Ja. Ich koche mal alles vor, also halt sowas Nudeln oder so angeht. Ich habe meine schöne Hose wieder an, ne? Ich liebe solche Hosen für zu Hause. Ich habe ganz viele. Das riecht echt sehr lecker. Ich vermische jetzt alles einmal. Der Ofen ist auch schon bereit. Früher habe ich mal zwei Packungen Käse benutzt, jetzt benutze ich immer nur eine. Ach, er wollte ja noch Mais reinmachen, ne? Habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Kann man essen, muss man aber nicht. Jetzt frage ich ihn, ob er wirklich da drin Mais haben will. Willst du da wirklich Mais drin haben? Sieht ein bisschen komisch aus, ne? Mit Mais da drin. Ich weiß nicht. Meinst du, es schmeckt? Ich persönlich nicht so. Ja, dann nicht. Nein? Nein? Aber ich kann eine Hälfte mit Mais machen, die andere nicht, wie du willst. Mach die eine Hälfte mit Mais. Ja? Also du willst Mais? Mach ein Viertel mit Mais. Ein Viertel mit Mais? Ja. Also, okay. Und Leute, habt ihr auch solche Themen in der Beziehung? Ich mag Mais eigentlich in Auflaufen, aber ich weiß nicht, ob ich das in diesem Auflauf jetzt mag. Heute ist übrigens Freitag. Es ist schon 20 Uhr. Ich hatte mich schon abgeschminkt. Das Einzige, was ich noch drauf habe, sind Wimpern. Mag ich ganz gerne für spontan, wenn wir abends live gehen oder so. Ich nehme jetzt einmal mein Gesicht ein. Wie gesagt, die Creme kann ich nicht empfehlen, aber ich habe gerade keine andere. Heute bin ich in die 33. Schwangerschaftswoche gekommen und ich habe echt gemischte Gefühle. Es sind halt nur noch, ja, ET ist halt in 7 Wochen, ne? Weil die 7 Wochen sind nicht viel. Ich meine, guck mal, wie schnell 33 Wochen umgegangen sind. Ich wünschte, ich hätte noch ein bisschen mehr Zeit, aber andererseits will ich auch, dass ich jetzt schnell, dass ich hier schnell hinter mich bringe. Es geht mir halt um die Geburt, ne? Es ist halt... Egal, wer mir was einredet, macht ihr keinen Kopf. Die zweite ist Dings und das ist nicht so schlimm. Wie die erste, bla, bla, ist mir egal. Ich habe trotzdem Angst. Ich habe ein Geburtstrauma, Leute. Ich habe ein richtiges Trauma von der Geburt. Ja, passend Podcast, das letzte Video, Podcast-Folge, haben wir über Trauma gesprochen. Und ja, das ist zu 100% ein Trauma bei mir. Also, so sieht das Ganze jetzt frisch aus dem Ofen aus. Der Herr hat gerade ein bisschen geschlafen. Ich habe vorhin auch geschlafen, 1,5 Stunden. Dann hat er Armin, nee, 2 Stunden, er hat Armin vom Kindergarten abgeholt. Also, hier ist die Ecke mit dem Mais. Willst du die jetzt oder? Ja? So, dann werde ich mal sagen, Bismillah und guten Appetit, ne? Du musst sagen, ob das mit dem Mais schmeckt. Oh, das sieht voll aus wie Werbung gerade. Armin, willst du probieren? Mir fehlt da eigentlich so ein bisschen Salz. Da fehlt Salz. Ich finde das krass, weil bei mir fast nie Salz fehlt. Und ich ehrlich gesagt voll viel reingetan habe. Also die Katzen heute sind den ganzen Tag am Miauen. Ich weiß nicht, was die von mir möchten. Erkennst du das? Du kennst es sowieso, ich sag das immer. Am nächsten Tag oder ein bisschen in ein paar Stunden wird es viel besser schmecken als jetzt frisch. Ja. Wieso ist das so? Okay, weil bestimmt die Aromen und so einziehen, so weißt du. Was geht, Leute? Es ist bereits der nächste Tag. Armin ist heute nicht da und ich mach mal kurz aus. Es ist bereits 16 Uhr. Um 12 Uhr kam Halil auf die Idee, lass nach Groningen. Ja? Willst du mir was sagen? Dobri den. Dann hatten wir geplant, nach Groningen zu fahren und dann, wir waren halt schon mal da mit Armin. Und dann habe ich ihn halt so gefragt, wie lange haben die Läden da eigentlich geöffnet? Weißt du das noch? Weil die waren nicht, die Öffnungszeit ist nicht so, ne? Und dann hat er so geguckt, bis 17 Uhr. Und da war es schon so... Wenn wir da angekommen wären, wäre es 16:30 Uhr. Ja, oder 15, 16, irgendwie so. Und das wäre ein bisschen, das hätte sich gelohnt, finde ich. Keine Ahnung, was. Wir wollten einfach spontan irgendwo hin, wo wir keinen Plan machen müssen. Und ich glaube, da kann man dann nichts machen. Da müssen wir früher hin, ne? So. Ja. Da fährt man früh los. Ja, deswegen haben wir dann überlegt, Hamburg regnet es die ganze Zeit und irgendwie ist auch ein bisschen zu weit. Dann lohnt sich auch nicht so. Von uns ist das fast 2,5 Stunden, ne? Ja. Krass. Und deswegen fahren wir einfach nach Bremen jetzt in die Waterfront und essen was und gucken einfach. Und abends wollte ich eigentlich dann, wenn es ein bisschen dunkler wird, in die Innenstadt, wenn es nicht regnen wird. Ja. Ein bisschen spazieren auf Romantik. Romantiker. Ja. Und Leute, ich bin gerade noch nicht geschminkt. Einen neuen Rucksack, den zeige ich euch aber auf Instagram die Tage. Das ist eigentlich hier fürs Baby. Aber ist eigentlich sehr praktisch so. Also ich habe meine Schminksachen mitgenommen und wollte mich eigentlich schminken, weil ich dachte, wir fahren nach Groningen, das ist so chillig und so. Jetzt fahren wir aber nach Bremen und ich schminke mich trotzdem. Wir brauchen 44 Minuten jetzt
einfach so ein bisschen. Ich habe Wimpern und Augenbrauen schon gemacht, aber ja. Wir waren gerade noch bei Netto, haben uns eine Kleinigkeit geholt, so ein Brötchen und trinken. Jetzt geht's los, ne? Da, ne? Und ich habe mich geschminkt, Leute. Ich habe es geschafft. Ach, mein Auge tränt. Ihr kennt das Problem. Moin, Leute, wir sind angekommen. Auf jeden Fall. Was wollte ich? Baby, hör auf. Was ist? Sei einmal richtig glücklich in deinem Leben. Ich lache. Und zwar haben wir hier im Untergrund geparkt. Und hier gibt es von 1 bis 10, glaube ich, Parkplätze oder bis 8. Und wir sind jetzt hier auf der 4. Das ist der direkte Weg zum Fahrstuhl. Deswegen. Also einmal. Dein Outfit of the Day. Oh, frei. Da dürfen Schwangere auch. Ja, sehr schön von mir. Und ist es bei euch auch so? Muss jetzt wieder auf Toilette eigentlich? Mhm. Ja. Und so läuft das halt den ganzen Tag ab. Wir also wurden gerade auf jeden Fall angesprochen. Schöne Grüße gehen raus an die zwei Mädels aus Trabzon. Und wir sind jetzt in, wie heißt das nochmal? Primark, ne? Ja. Primark angekommen und ich will mir jetzt ein T-Shirt holen. Der ist neu, ne Leute? Den habe ich ihm geholt. Ja, Mann, ich kaufe mir eigentlich nie Klamotten. Deswegen, aber wir müssen jetzt einmal andersrum laufen. Leute, er traut sich einfach zu filmen. Weißt du, wie voll es hier gerade ist? Er filmt einfach. Ich bin gar nicht so. Walla bringt Geld. Deswegen ist mir das egal. Also, wir wurden gerade nochmal angesprochen. Auch nochmal schöne Grüße an das. Das ist voll ungewohnt, an ne? Das war ja. Weil du hier aus Bremen kommst, kenne dich ja sehr viele hier aus Bremen. Und bei uns im Dorf spricht uns halt kaum jemand an, ne? Nein, also eigentlich eher weniger. Und ja, die waren auf jeden Fall richtig korrekt. Aber man merkt, die Community baut sich auf und echt starke Leute. Leute, wisst ihr noch, ich hatte einmal, ich habe euch erwähnt, diesen Korb, diesen grauen von Dumbo. Den gab es auch mit Winnie Pooh im Braun. Oh mein Gott, heftig, wie süß ist das denn? Das ist süß, ne? Ja, aber noch süß. Den Korb gab es auch im Braun und das passt halt mehr zum Zimmer, aber den gibt es nicht mehr. Du musst mich hier schnell wegholen, sonst ich kaufe jetzt Babyklamotten. Voll, wer sagt, dass ich hier weg bin? Das ist echt süß, ne? Ja, echt schon sehr süß. Vor allem, wir brauchen eigentlich noch so ein paar davon. Vor allem, es wird ja ein Winterbaby. Ist ja Winter, Herbst. Ne? Also Herbst. Ja. Deswegen. Also, wir haben jetzt Primark nochmal verlassen. Ich habe jetzt leider kein T-Shirt gefunden, kein passendes für mich. Und wir gehen uns jetzt mal was zu essen holen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Oder in welcher Abteilung sollen wir zuerst? Einmal Curry, einmal die große Curry. Box und dann die kleine Makan. Alleine? Makan, ja? Ja. Möchtest du Joghurt von der Box? Was ist das? Joghurt. Achso, Joghurt? Nein, Joghurt. Chili Koriander? Obwohl macht Joghurt Soße. Kleine Makan, oder? Ja. So, also einmal da? So, wir haben jetzt uns jetzt so richtig geile. Guck mal, es fängt schon an mit Wespen. Was ist für ein Essen nochmal? Ich hab vergessen. Indisches Curry. Essen. Und schaut euch das an. Hab ich übrigens noch nie gegessen. Das ist jetzt ein erstes Mal, ne? Ich hab scharf genommen, ich weiß nicht wieso. Also Grüße gehen raus an den Inder aus Bad Zwischenahn. Das riecht sehr lecker. Soll ich mal jetzt probieren? Probier mal, ich bin mal gespannt auf deinen ersten Bissen, was du dazu sagst. Ist lecker. Wobei, wie viel bezahlt 20 Euro, ne? 17. Ist lecker. Willst du mal in meinen probieren und dann dazu auch noch dein Statement geben? Okay. Wieso hast du ein Brot und ich nicht? Aber du isst Joghurt, ich bin kein Joghurt-Fan. Ich bin Türke. Ist lecker, aber ich bin froh, dass ich das genommen habe. Ja? Also ist Makan eher doch dein Ding? Mhm. Tomate. So Leute, wir essen jetzt. Guten Appetit euch, falls ihr am Essen seid. Du musst jetzt sagen, was du besser findest. Und was ist besser? Niplocha. Achso, du hast deins selber noch nicht mal probiert. Besser. Findest du Köln besser? Ja, das ist gut, dass wir uns dann so entschieden haben, ne? Ja. Ich hab doch gesagt, dass nicht beide dasselbe holen, weil wenn sie mir einen nicht passt, ich esse das andere. Ja. So Leute, ich hole mir jetzt noch einen McSunday bei Mc's.
danke dir. Gott sei Dank gibt es freundliche Menschen. Ich habe meine Nummer da vergessen. Ich habe bis 22 Uhr auf. Guck mal bitte. Guck mal, wie viel da drin ist. Der McSunday halt, ne? Well, aber guck mal bitte. Ja, ne, da ist ja nichts drin. Das reicht mir, das ist gut. Guck mal, das hat bis 22 Uhr auf. Ja, okay, dann komm. Nee, lass erstmal rumgehen und danach dann. Ja, mein ich ja. Leute, hier ist dieser Elbenwald. Und ich schwör's dir, hier sind so manchmal richtig coole Sachen. Ich hab da meine Tasse von Chihiros Reise ins Zauberland her. Zum Beispiel, was ich richtig geil finde. Wo ist denn hier Dings? One Piece? Ich darf hier nicht mit Eis rein. Ich meine, für Leute, die sowas mögen. Ist das was für dich, dieses Hohlstäbe? Das ist doch gar nichts für dich, oder? Nein, ich suche eigentlich so die Anime-Abteilung, ja. Guck mal, sowas zum Beispiel. Hier, guck mal, wollen wir das Armin holen? Totoro? Totoro. So, wollen wir das Armin holen? Er ist nicht so viel für dich. Also. Das war ein kurzer. Ich wurde rausgeschmissen. Hey, geh doch gucken, ich warte hier. Nein. Hä? Ich stehe sogar dabei hinter dir. Deine Loyalität musst du schon sehr loyal sein. Vor allem, du bist doch kein Kleinkind, dass du das rausschmeißt. Ja, aber ich finde das ein bisschen lächerlich, aber ist egal. Die müssen aufpassen, dass es nicht dreckig wird alles, ne? Ja, stimmt auch wiederum. Ach, keine Ahnung. Ich gehe zu diesem anderen Laden, wo wir gerade vorbeigelaufen sind. Ich suche den jetzt, aber ich glaube, der war auf der komplett anderen Seite. Ohne Scheiß, das ist einfach mein Traum. Guck mal, was hier ist. Tja, heftig. Mama, ich habe richtig Lust, was zu holen. Heftig, guck mal, da ist diese Prime. Die gibt richtig coole Sachen, ne? Aber das hat 9 Euro, Alter. Was hat das sein? Das ist von Logan Paul und KSI. Was hast du für einen? Das, er mag die. Heftig. Es gibt hier wirklich coole Sachen. Mir spricht irgendwie kaum was an. Aber guck mal, hast du das schon auf die Chipsabteilung und so? Ja, hab ich. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ja? Prime, das ist ja von Logan Paul und KSI, deren neues Getränk. Sind die aus Amerika? Ja, und die sind halt überall ausverkauft. Ne? Das ist nur eine Sorte von vielen. Und die kriegst du halt nirgendwo her, ne? So wie Montes Getränke. In Monte, aber 100-mal schlimmer. Das ist wirklich überall weg, ne? So halt mal fest. Leute, wenn sich das nicht gelohnt hat für 9 Euro, ne? Dann weiß ich auch nicht. Das muss hier richtig Bombe schmecken für den Preis. Hä, hey, das riecht genau wie Powerade, das Blaue. Nein, erstens, da ist 2 Gramm Zucker drin, ne? Wie viel? 2. Okay, ist gut. Bin eigentlich sehr wenig für das ganze Getränk. Mhm. Es schmeckt Waller nach Dings. Powerade, aber nochmal anders, mit ein bisschen Kokosnuss. Egal, ein bisschen auch ähnlich probiert. Wie Montes Dings. Echt? Schmeckt gut, aber der Nachgeschmack gefällt mir nicht. Aber komisch, ne? Aber es ist lecker eigentlich. Aber es ist lecker. Oh, du siehst wunderschön aus, Waller. Okay. Vor allem, weil das nur dich fokussiert. Der sieht cool aus, ne? Boah, das sieht echt cool aus. Aus deinem Bereich, oder? Stimmt sowas eigentlich mit Botox-Effekt und sowas? Und ist das dann wie Botox? Nein. Keine Ahnung. Aber rausschwimmen, das ist bestimmt. Die sind schön, ne? Die sind wirklich schön. Das sind so Make-up-Dinge. Nächste Geschenkidee. Das kostet zum Beispiel 17 Euro. 17? Mhm. Mit Wunder. Das ist ja nichts, was ich brauche. Das ist auch schön. 20 Euro. Das geht eigentlich voll. Gestern hat eine gute Qualität. Mein Portemonnaie ist auch von Gestern. Hast du mir bekommen? Was habe ich zum Geburtstag? Ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube einfach so. Ja, kann auch sein. Also Leute, wenn ihr was sucht, die sind echt schön hier. Guck. Die sind bei TK Maxx, habe ich gar nicht erwähnt. Achso, ja. Es wird zu warm alles. Ja, man ist echt warm. Bitte, wenn ich sowas sehe, ne? Dann denke ich mir wirklich in meinem Kopf, ey, vielleicht überrede ich dich doch auf Baby Nummer 3. Was ist, wenn es ein Junge wird? Dann noch besser, dann müssen wir einfach nichts Neues kaufen. Ja, ne, wir machen das ja sowieso nur, um es zu riskieren. Bitte, ja, schaut euch das an, Walla. Hey, wie süß! Wie todesüß das ist, heftig, ne? Ich finde süß, aber das ist ja so eine Marke oder so, ne? Guck mal, das ist so Pampas was für mich. Ich würde ihm das so gerne sofort kaufen.
Rasenmäher. Sowas ist was für mich, aber das passt leider nicht ganz. Nee. Aber war es nicht weit gleich groß? Nein, ne? Nein. Das kannst du dann nehmen, eher. Nein, ich will nichts Graues. Passt nicht zur Einrichtung. Oder auch sowas. Ist jetzt. Oh, Armin hatte das. Echt? Armin hatte sowas. Ich habe oft. Ich wollte gerade sagen, sowas muss man nicht holen, weil es halt. Wird das halt nicht lange tragen. Nee, ich habe Armin sowas von hier aber geholt. Ohne Scheiß. Guck mal bitte. Oder oh, heftig. Nein, guck mal bitte den dahinter. Nein, Baby, das. Baby, guck mal bitte, ja. Ja, aber das Ding ist so. Im Oktober, ne? Kurzarm habe ich schon zu viele, ehrlich gesagt. Das, Baby. Ach so, ich dachte, das ist Spider-Man, das ne? Das ist Nike. Nike. Ich hab Armin, mal, ja, die haben echt coole Sachen. Ja. Ich habe Armin hier oft Markensachen geholt, weil die günstiger sind. Das ist dann genauso wie H&M oder so. Ja. Das ist echt süß, Baby. Walla, ja. Dazu kann ich nicht... Aber solche... Oh, was ist das denn? Guck mal. Das ist so ein... So beige. Ach, warte mal, Lan. Ich habe das gar nicht gesehen. Da sind ja mehrere dahinter. Ach so, ja, drei Stück immer. Ach so. Drei Stück für 17 Euro. Ist schon sehr süß, sag ich dir ehrlich, aber kommt halt im Oktober, ne? Also, das kann man holen, wenn es Sommer ist und er ein bisschen älter ist, größer. Mm. Guck mal. Wie süß. Ohne Scheiß, Mädchensachen sind immer viel süßer als, wie heißt das? Ach du Scheiße, wie sehen denn meine Haare aus? Mädchensachen sind viel süßer als Jungsachen. Aber guck mal, das ist auch süß. Also... Leute, schaut euch diesen Anzug an. Also es gibt ja auch coole Nike-Anzüge. Was ist das, 104? Nee, das ist klein, 92. Aber das sieht für Armin passend aus. Das sieht nicht aus wie 92. Mhm. 92, 98. Sieht größer aus, finde ich. Ja. Sag mal bitte, sag mal bitte, wie glücklich du bist. Deine neue Hülle. Hä, hey, wie cool ist das? Sei mal ehrlich, das sieht schon cool aus. Für 13 Euro kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern? Nee, finde ich toll. Dein Gesichtsausdruck, wo, aber das heißt 14 Pro? Das ist das gleiche. 14 Pro Max und 13 Pro Max sind gleich groß. Und, bist du jetzt glücklich? Ja. Also bin ich jetzt hier in diesem Laden und er guckt die ganze Zeit ein bisschen rum. Er mag sowas ja richtig. Ich find's auch voll cool. Okay, der ist das ja ist von One Piece, cool. Ne? Ja, aber der ist ja todeshässlich. Sorry. Also ich finde den Pokémon-Würfel cool. Hey, ist das Ruffy? Nein. Hast du es mit Absicht gesagt? Hier. Du brauchst eine Figur, du guckst sie dir immer an. Das ist cool. Das ist was für Armin. Mario. Er hat auch schon ein paar Figuren. Wohin habe ich dich jetzt gezwungen? Planet Arcade, das ist neu. Er macht ein Foto und dann wird es. So einen komischen Effekt. Weißt du, dass ich in solchen Momenten richtig bereue, dass Armin nicht dabei ist? Ja, hab ich doch gesagt. Doch, man muss diese Chips hier kaufen an der Kasse und dann kann man spielen. Möchtest du spielen? Ich bin gerade so am Schwitzen. Wenn du willst, wir können. Ich schwitze selber richtig. Es ist richtig warm in der Wohnung. Ja, es ist echt todeswarm. Ich glaube, das sind sogar alles Heizungsleitungen, weil alles funktioniert ist. Ich muss was sagen. An die Frau, kennt ihr das? Ich habe mich jetzt so angezogen mit der Jacke. Ich kann die jetzt nicht ausziehen, weil das passt sonst nicht mehr mit dem Outfit. Deswegen quäle ich mich die ganze Zeit. Was ein Leben. Leute, ich habe das gar nicht erwartet, ne? Aber ich will jetzt irgendwie nicht arrogant klingen oder so, ne? Aber ich wurde lange nicht mehr so oft angeschoben wie heute. Oder so, allein gerade hier muss einfach gewunken, weißt du, von Weitem. Ich bin am Schwitzen. Boah, Alter, der Fahrstuhl ist ja Killer, heftig. Oder wow, ich wurde sogar auf Toilette angesprochen, ne? Früher war das für mich normal, heutzutage ist es nicht mehr normal für mich. Voll ungewohnt für mich. Der Lauf, wenn man zum Auto läuft, ne, das ist der beste Lauf überhaupt. Oh, wie schön. Du bist richtig glücklich, ne, wegen der Hölle. Ja. Kann so glücklich sein. Wir gehen jetzt zu meiner Mutter, wir gehen sie besuchen. Aber zu meiner Schwiegermama. Ich bin stolz auf Halil. Er hat heute so viel gefilmt, vor allem vor anderen Leuten. Hat mir ein bisschen die Angst weggenommen und ich war auch nicht mehr so schüchtern. Ja. Das ist voll heftig, das hat noch niemand geschafft. Mit dem Alter gebe ich immer mehr und mehr, was andere Leute denken. Weißt du? Ich eigentlich auch, aber es ist trotzdem für mich schwer in einer. Guck mal, wie voll es war. Und du hast vor allem, wie viele Leute uns heute angesprochen haben. Vor allem, wenn die dich ansprechen und dann sagen, ich feiere eure Videos, ich bin immer so, oha, tschüss.
Du bist ja auch dabei. Ich muss ja auch was sagen. Ja, danke, ne? Ich finde es immer noch so lustig, als der Typ zu dir gekommen ist, direkt. Er ist direkt zu dir gekommen und meinte, ey, ich will mit dir ein Foto. Ich finde das voll lustig. Ja, voilà, das war wirklich korrekt. Aber guck mal, es gibt wirklich korrekte Menschen, ne? In unserer Community. Ja, normal die. Also ich muss wirklich an euch. Alle sind korrekt. An euch appellieren. Das ist wirklich nett. Also danke an alle Shababs. Ich habe das gerade schon Halli persönlich gesagt. Leute. Nach 300 Metern, einen der zwei rechten Fahrstreifen. Bist du wohl ruhig? Wieso redet ihr eigentlich so langsam? Mach mal ihre Stimme aus, nervt mich. Könnt ihr mal alle in die Kommentare schreiben, Props an Halli, weil ohne ihn wäre der Vlog nicht so, sage ich euch. Ich weiß jetzt nicht, wie genau wie der ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da schon coole Aufnahmen dabei sind, weil wenn ich jetzt alleine am Vloggen wäre und er nichts gemacht hätte, dann wären nicht viele Aufnahmen, weil ich halt so ein introvertierter Mensch bin. Aber du hast mir heute das hat mir heute richtig Spaß gemacht zu vloggen. Ich habe die Menschen um mich herum richtig ausgeblendet. Ich habe gar nicht geguckt, wer uns anguckt und das war so voll. Und du hast einfach so mitten in der Menschenmenge die Kamera hochgehalten und so. Das ist für mich voll Dings, ne? Voll das Highlight, weil ich traue mich nie. Ein bisschen, obwohl ich das schon so lange mache, traue ich mich trotzdem nicht. Aber dieser Support ist auch heftig, das so, ja. Ja? Der Support ist geil, ja? Wenn man merkt, wie viele Leute eigentlich das Video gucken, sowas ja, man schon postet. Guck mal, wenn wir unsere Videos machen. Also meine Videos haben früher mehr Aufrufe gemacht, aber unsere Videos machen trotzdem so 10.000 oder so, ne? Und ich denke mir immer, schon wenig. Aber überleg dir mal diese Zahl 10.000. Uns haben heute vielleicht, keine Ahnung, 15 Leute angesprochen. Und das fanden wir schon viel. Und jetzt überleg dir mal, was sind 10.000? Ja. Das ist schon, man unterschätzt das echt immer. Und irgendwie hat es mir heute richtig Spaß gemacht. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Ich weiß nicht wieso, ich bin richtig schüchtern geworden, vor anderen zu filmen. Ich glaube, ich bin echt zu wenig unter Menschen. Ja. Ich bin zu wenig unter Menschen, ich kenne das gar nicht mehr so. Ich hoffe, sie hat Kuchen oder so, ey. Kuchen? Ja. Sollen wir vielleicht Kuchen mitbringen? Aber muss man ja auftauen. Nee, so die sie letztes Mal gemacht hat. Ach, wieso sollte sie denn jetzt Kuchen backen? Weiß ich nicht, ich frag jetzt gleich. Haben Sie Kuchen da, ja oder nein? Diesen Dino-Kuchen meinst du von Angst Geburtstag? Ja. Der war echt lecker, ne? Der war wirklich lecker. Aber sie macht sowas nicht. Ich guck mal, wie lange der Kuchen noch in meinem Kopf bleibt. Der war echt lecker. Der war echt lecker. In den letzten Kommentar hat jemand kommentiert, bei dem Podcast. Ist nicht böse gemeint, aber ich finde dein Doppelkinn so süß und so. Und dann, ich schreibe so, nein, ich mag das nicht. Und dann schreibt jemand anderes, vertrau mir, das sieht knuffig aus. Ich sage so, nein, ich will gar nicht knuffig sein. Ich will nicht knuffig, ich will sleek aussehen, mit Jawline und so. Ich will nicht knuffig sein, Leute. Bin ich ein Bär oder was? Man versteht das nicht. Wenn ihr so ein Doppelkinn hättet, würdet ihr nicht sagen, das ist süß. Das ist so. Und du auch. Du sagst auch mal, oh süß. Ja, ist aber nicht süß, damit zu leben. Ich sag zu dir allgemein süß. Kennt ihr Georgs, den Schuh, der atmet? Also wir haben gerade meine Mama getroffen. Sie muss noch eben kurz wohin fahren. Und wir gehen schon mal zu ihr nach Hause. Sieht nicht so aus, als hätte sie Kuchen, aber... Ist halt dann halt heute so, ne? Man kann ja nicht immer alles haben. Du willst aber genau nur diesen Dino-Kuchen, ne? Ja, keinen anderen. Ja. Wir sind die ganze Zeit bei meiner Mama und mein Bruder bringt uns gerade alle zum Lachen. Ist ein Clown, ne Elias? Bist du ein Clown? Wollen wir nochmal Halli malen? Ja. Komm, wir malen nochmal Halli. Guck mal. So, guck mal Leute jetzt. Ich komm hier rüber. So ein Bauch. Gib mir. Halli, guck. Elias ist auch wie Armin, die... Ich weiß, du bist so ein Jungsmagnet. Jungs mögen dich einfach und ärgern dich gerne. Wir kommen zu meiner Mutter. Er sagt nicht Vanessa, er sagt Halli. Wollen wir das auch machen? Gib mir Marana Ishisha. Was ist das? Ein Schmetterling. Schmetterling. Auf jeden Fall ein sehr schöner Schmetterling. Bunt. Ich hab meine Mama das gekauft. Das ist auch meine Mama. Hey, das ist meine Mama. Das ist auch meine Mama. Das ist unsere Mama. Nein. Doch. Ich war viel früher da. Ich bin 24. Kleiner Furze. Wenn das normal ist. Ja. Vanessa malen? Das ist doch mein Zimmer. Ich habe doch früher hier gewohnt. Ich komme zu euch. Vanessa, willst du das sein? Ja. Er hat mich früher mal Sessa genannt. Wieso sagst du Vanessa? Vanessa. Wie sagt man so schön? Geht man einmal nach Hause zu Mama, geht man nicht mit leeren Händen raus, ne? Was hast du schon wieder geklaut hier?
Ich habe ihr gesagt, dass wir fürs Babybett noch nicht so ein Ding haben und sie hatte so eins und mir ist es ja voll egal, wie das aussieht und so. Hauptsache, ne? Ist süß. Fürs Babybett. Das ist echt süß. Und einmal so ein Daunenkissen. Braucht man eigentlich noch nicht, aber egal. Und wir haben uns von ihr jetzt, also sie schenkt uns ja was zur Geburt und ich habe halt, wir haben halt erwähnt, was wir noch nicht haben und so, weil wir haben darüber geredet und sie besorgt uns jetzt eine Matratze, eine sehr gute und so fürs Bett so Sachen. Also Leute, wir sind mittlerweile zu Hause. Es ist 0 Uhr. Wir spielen jetzt noch Mario. Lass ein bisschen den Abend hier ausklingen. Ich habe schon den halben Teller weggegessen, aber egal. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ich hoffe, der Vlog hat euch so gefallen. Falls euch der Vlog so gefallen hat, dass wir so ein bisschen offener sind und so, dann ne, schreibt es in die Kommentare, zeigt es positiv. Wenn nicht, einmal nachräumen, wir drehen keine Videos mehr. Alter, liked jetzt. Und ansonsten wünschen wir allen eigentlich... Ne? Bis dann, Leute, es ist spät. Tschüss.